Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge unseres The Sims 3 Let's Plays mit MyLink. Ich bin der Palzi. Es sind ein paar Minuten vergangen. Ich habe Textnachricht geschickt, insbesondere eine an Emma, um sie zu stoppen, damit wir hier gerade noch Küchengeheimnisse austauschen können. Na, kommt schon. Gib mir ein Rezept. Da ist Jared. Können wir den noch stoppen? Emma hat Kochen Level 6 erreicht. Ja, ist mit Jared scheint nicht hinzuhauen. Schade, aber immerhin ein Rezept wieder bekommen. Ambrosia. Ich glaube, das ist richtig teuer. So, dann habe ich zwischen den Folgen aber gesehen, wir haben die 10.000 zusammen, um die Feilscherin zu kaufen. Wir müssen ja aufs Geld achten. Wo ist... Ach, Feilscherin kostet 15. Na gut, dann haben wir sie doch nicht zusammen. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Können wir mit Emma, aber wenn... Der... Erstmal können wir die Beförderung verkünden, dann... Können wir sie nicht doch da nach Tag fragen und dann können wir auch nach Hause gehen. Ab nach Hause. Das schöne Strandhaus hier. Na, ist ja kein wirkliches Strandhaus. Na, es liegt an der Strandpromenade. Also im weitesten Sinne würde ich schon sagen, dass es ein Strandhaus ist. Das ist das neue Outfit, sagst du, ja? Ich sage, das ist, da passen allein die Schlappen nicht. Du musst doch deine bequemen Schlappen anhaben. Moment! Ja, das ist das angepasste Outfit unserer... Küchendirektorin jetzt. Rosa Schürze und dann halt ihre bequemen Latschen da. Was machen wir noch mit dem Tag? Ich glaube, einfach noch ein paar Textnachrichten schreiben und dann bringen wir sie ins Bett. Aufstehen, Meiling! Ja, erstmal Reste futtern, dem Summen wieder. Wünsche sind, ist wieder reingekommen. Sie möchte zum Frühlingsfest, da können wir hin. Überhaupt kein Problem. Heute ist nämlich frei. Das sind die neuen Arbeitszeiten der Küchendirektorin. Montags jetzt zusätzlich frei. Und dann entstopft doch das Ganze, bevor du... Duschen gehst, das ist natürlich hier jetzt. Ach komm, perfektes Gerichtessen weg. Denn das können wir ja auch noch mitnehmen. Ja, du schaffst das, so schlimm ist das nicht. Nicht nur Blumen können blühen, Liebe liegt in der Luft. Und das Frühlingsfest kommt in die Stadt. Na, dann lassen wir das mal. Es fängt natürlich an zu tröpfeln gerade, ne? Oder? Oh, die hat gerülpst. Alma. So, ich bespaß wieder die Welt, bevor es aufs Frühlingsfest geht. Ja, bevor es aufs Frühlingsfest geht, wir haben Rabattaktion im Supermarkt. Da wollen wir doch auch noch mal vorbeigucken. Da können wir ja das Schaumbad kaufen und die Ente. Könnte noch ein paar Sachen so noch einkaufen. Aber ich weiß im Moment nicht, was wir wirklich brauchen. Für zu Hause bitte. Johann von Entington und
Das Schuper-Schaumbad. 40% günstiger ist hier gekauft. Emma. Neues Rezept gelernt. Auch prima. Gefüllter Truthahn, das ist auch ein hochleveliges. Ich glaube, die ganzen kleinen haben wir eh schon fast durch. Dann fragen wir noch nach dem Tag und dann gehen wir danach rüber aufs Frühlingsfest. Und zwar gehen wir erstmal hier hin und dann da. Und dann sehen wir, was für Wünsche kommen. Grußkartenfoto, Gesicht bemalen. Grußkartenfoto nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf dem Weg dahin kannst du aber auch mal das Festtagsei aufheben. Könnte ja was Interessantes sein. Blumen dürfen wir nicht. Da machst du jetzt dein Grußkartenfoto. Das Ding können wir eigentlich auch gleich wegschmeißen. Brauchen wir nicht. Kurz gucken, ob ich irgendwo Festtagseier sehe. Ja, aber da ist er schon in der Nähe. Lieten, das Klauschwein. Das sind nur Samen. Das scheint es nicht. Heb mal das Ei auf und das Ei und die Champignons sind, haben schlechte Qualität. Die brauchst du nicht aufheben. Aber das Ei kannst du noch aufheben. Oh, ich sag ja, das ist ein Klauschwein. Sekimoto. So, was möchten wir denn für eine Gesichtsbemalung? Ach, Herzchen passt doch zu ihr. Klappt es beim ersten Mal oder müssen wir mehrmals rein? Das sieht nicht aus wie Herzchen, muss ich ja mal sagen. Ja. Dann probieren wir Sterne. Sie ist ja unser Sternchen. Jetzt hat's geklappt. Gut. Den dürfen wir nicht. Guck jetzt gerade noch wegen Festtagseiern. Mit Emma haben wir schon ausgetauscht. Was ist das da? Das ist, da dürfen wir auch nicht. Da ist doch noch ein Ei, oder? Nee, aber ein Champignon. Den dürfen wir, denn das können wir essen. Und dann möchtest du angeln lernen. Naja, dann stell dich da hin und lern angeln, wenn du das möchtest. Ich bin hier der Wünscheerfüller. Und
einfach so schneller laufen. Denn so spannend ist die Angelei ja nun nicht. Was ist das? Köder für Elritze herausfinden? Glaub nicht, dass das passieren wird. Und da ist Gericht mit fangfrischem Fisch zubereiten. Das können wir doch auf jeden Fall erledigen. Noch ein kurzer Blick. Angeln können wir auf jeden Fall schon beenden. Wer ist die andere Köchin? Molly, ne? Ja. Nee, dann darf sie jetzt nach Hause. Und dann können wir gucken, ob wir noch irgendwas verbessern können, damit wir Geschick steigern. Ah, I'm Sebby Nerd. Oh, a Newfie. Lautsprecher an der Wand wolltest du doch eh verbessern, glaube ich. Nee, wir machen erstmal mit den Sanitärobjekten weiter. Das ist leichter. Ich glaube, hier hatten wir auch schon angefangen, ne? Ja. Dann ab. In der Zwischenzeit, ups. Können wir ja ein bisschen was. Also die Champignons können wir reinpacken. Jetzt haben wir zweimal Ritzen dann noch. Und hier müssen wir ja die Gegenstände in der Badewanne noch deponieren. So. Und dann gib Schub. Geschicklichkeit steigern. Das können wir auf jeden Fall probieren. Wir können auch Sushi oder so zubereiten. Mit Elritze ist das einzige an Fisch, was wir haben. Ne? Ja. Dann Sushi, Sushi, Sushi. Da. Kannst du das noch machen? Sehr gut. Dann erstmal Reste wegstellen. Hunger ist so okay. Dann ess doch mal was von dem Zeugs, was du gerade von dem Zeug, von deinem guten Sushi. Dann fangen wir mit dem Upgrade hier an der Power-Dusche auch noch an. Jared hat wieder seine Probleme mit dem Bezahlen der Alimente. So ein bisschen Speed hier. Da ist die Geschicklichkeit durch. Anruf wird ignoriert. Vielleicht bis 10 Uhr oder sowas. So, reicht auch hin. Hast angefangen. Und dann darfst du dich noch ein bisschen vor den Fernseher. Ne, setz dich erstmal. Ja, setz dich mal vor den Fernseher, dann können wir immer noch umschalten. Vielleicht haben wir ja den
Angelkanal bei dem Ding hier. Umschalten auf Anglerfreuden. Dann hast du wieder was zu lernen. So, dann bespaß ich noch die Welt und wir sehen uns morgen früh. Oder auch nicht, denn Mailin hat soeben die Fähigkeit soziale Netzwerke maximiert. Ja, aufstehen ist angesagt, Bett machen, Wunsch dadurch erfüllen. Wie sieht's denn aus? Ja, jetzt können wir uns die Feilscherin doch holen. Schau mal, da ist die Feilscherin. Unsere Pfennigfuchserin. Ignoriert, etwas ab war der nächste Wunsch. Oh, das ist mit ordentlichen. Sie sind nervig, die ordentlichen Sims, aber die ständigen Wünsche nach Bett machen, abwaschen und so weiter ist schon hilfreich, kann ich nur sagen. So, dann darfst du danach duschen noch. Gebadet wird nur, wenn der Wunsch da ist. So, was sind die Ziele für diesen Tag? Kochlevel 9 will ich noch erreichen, also Gastronomie Level 9 möchte ich diese Woche noch erreichen. Das geht heute nicht durch. Aber diese Woche und dann auch erstmal nicht. Denn ich habe zwischen den Aufnahmesessions nachgeguckt. Und nach allem, was ich gelesen habe, geht mit Stufe 10 in der Gastronomie automatisch der Star-Level einher. Und den wollen wir vermeiden, weil sonst ja der Grundwürmer Toni mehr Geld möchte. Das heißt, wir müssen erst aus der Abhängigkeit da rauskommen, um weniger zahlen zu müssen. Also was heißt weniger? Nur die 50.000, von denen wir ja aber auch schon 3.000 abbezahlt haben. Also wir müssen auf 47.000 kommen. Und aktuell sieht das ja relativ gut aus. Wir arbeiten zwar nur noch 4 Tage die Woche mit jeweils 5 Stunden. 750 mal 4 sind aber 3.000 in der Woche. Und wenn wir weitermachen mit den Lebenszeitbelohnungen, sind jetzt ja noch 3 offen. Ich möchte auf jeden Fall Augenweide und attraktiv haben. Das ist 20.000. Und dann entweder legendäre Gastgeberin oder Buchladenrabatt. Nochmal 5 bzw. 10. Dann müssen wir nochmal 30.000 für die Erbschaft machen. Aber dann sollten wir in der Lage sein, den Rest auch zurückzubezahlen. Aber in der Zeit dürfen wir nicht die Gastronomiekarriere beenden. Denn ansonsten müssten wir ja 100.000 bezahlen. Das ist das große Problem. Von daher wäre vielleicht sogar noch zu überlegen, ob man sich nicht sowas wie Urlaub nimmt oder was gab es denn da noch? Profi-Gammler? Nee, das ist nicht, das passt nicht zum Charakter. Sie ist ja schon fleißig. Putzdrache würde zu ihr passen, aber es wird immer weniger schmutzig. Sie ist ja doch bemüht, sehr viele Dinge selbst reinigen zu machen. Und so viel Zeit kostet das Putzen ganz ehrlich nicht. Buchladenrabatt passt halt eher zu einem Bücherwurm. Ich versuche halt schon passende Sachen zu nehmen. Urlaub 15.000. Nimm dir einfach frei, bei der Arbeit wird es eh keiner merken. Dann könnten wir halt immer
ohne dass die Jobleistung runtergeht. Obwohl, vielleicht ist es doch gut, wenn, ne, wenn wir Level 9 erreicht haben und dann arbeiten gehen, geht ja die Jobleistung auch immer hoch. Wenn sie dann runtergehen würde, wieder, wenn wir mal schwänzen, dann wäre das ja auch nicht verkehrt. Ach, da muss ich mir den Kopf machen, mal irgendwann. Noch sind wir ja nicht so weit. Heute ist auf jeden Fall Arbeiten angesagt, aber jetzt ist erstmal Liebe verbreiten angesagt. Und nach der Verbreitung der Liebe kannst du mit dem Upgrade hier weitermachen. Nur geschickt weiter pimpen, damit wir andere Upgrades freischalten. Ich möchte insbesondere die Essensqualität von dem Herd noch verbessern. Sie möchte die Fähigkeit Malerei lernen, ja? Fähigkeit in Charisma abgeschlossen. Was ist denn jetzt passiert? Genügend Merkmale in Erfahrung gebracht? Ist ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Spiel. Nicht kochen. Charisma. Charmant. 50 Merkmale von Freunden und Nachbarn entdeckt. Bringen Merkmale, aber wir haben doch keine 50. 3, das sind dann 7, 11, 14, 10, 20, 23, 26. Wir haben nur 28. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Wie gesagt, das verstehe ich nicht, aber hämmer mal weiter auf der Badewanne rum da. Also noch ein bisschen schneller hämmern. Dann ist im Bad doch schon mal alles selbst reinigend. Sehr schön. Jetzt möchtest du Geschick verbessern. Auch das sei dir gestattet. Wie sieht's denn aus bei Geschick? Och, bist gut dabei. Was können wir? Die drei sind verbessert, da geht nichts mehr. Haustür könnten wir dran rumfriemeln. Ah, da ist jetzt die Essensqualität. Aber leichter ist auf jeden Fall Upgrade des Wandlautsprechers. Aber wir müssen eh zur. Wir müssen doch zur Arbeit, richtig? Ja. Das heißt. Darfst noch, wie ist denn dein Status bei den Nerds? Da können wir ja auch ein bisschen rumcheesen. Wenn wir jetzt erst wieder was verlieren und dann wieder gewinnen, müssten wir doch eine neue Spielekonsole bekommen. Ne? Und wir sind jung und brauchen das Geld, also guck den Angelkanal. Noch ein bisschen Spaß hochbringen. Jared musste Rechnungen zahlen. Oh, da ist wieder der Privatdetektiv vom Grundwürmer Doni. Nee, wir haben nichts bekommen. Stellen uns aber schon mal hier hin. Vielleicht sind da noch ein paar Leute, mit denen wir kommunizieren können. Sie geht essen jetzt da drin. Mist. Ach, da kommt sie raus. Dann können wir mit ihr quatschen. Ist ja auch gut fürs Charisma nochmal. Lass sie erstmal richtig raus sein. Fragen wir sie mir nur noch einen Tag.
gucken wir erstmal, was sich dann ergibt. Vielleicht hat sie bislang irgendwie. You know, like, kind of mm-hmm. Oh. Ja, wir müssen bald zur Arbeit. Es scheint alles okay zu sein bei ihr. Dann erzählen wir ihr nochmal eine lustige Geschichte. Und ein Insider-Witz. Und anschließend darf es auch noch einen Witz über die Arbeit machen. Und dann aber normaler Betrieb, denn wir haben jetzt echt keine Eile mehr mit der Karriere. Andererseits, nee, wir haben keine Eile. Es ist auch ganz egal, ob wir Freitag oder Samstag die Beförderung bekommen. Und normaler Betrieb müsste eigentlich ausreichen, um das bis Samstag zu bewältigen. Und dann bis gleich. Ja, ich habe zwischenzeitlich mal für 2 Stunden auf hart arbeiten umgeschaltet, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass das bis Samstag hinhaut. Sie möchte mit Emma plaudern. Die müsste noch rauskommen. Dann. Streichen wir den Transformator als Wunsch da. Und warten hier auf Emma. Lässt sie sich stoppen? Nee, leider nicht. Da müssen wir sie unter Umständen einfach mal anrufen, von zu Hause aus. Ramon, konnten wir mit dir? Nee, keine Küchengeheimnisse. Was ist das? Gegrillter Lachs. Achso, hast du den bekommen? Na, dann ist dein gegrillten Lachs. Ist okay. Kann man sich ja mal gönnen. Jetzt haben wir natürlich Jared verpasst. Auch noch. Ramon ist Gewürzsammler. Nicht gut. Dann geh erstmal nach Hause. Neben Sharkuni. Und da plaudern wir einfach so noch ein bisschen mit Emma. Das ist auch ironisch, oder? Jared ist nun ein reifer und verantwortungsbewusster Erwachsener. Ich glaube eher nicht. So, da haben wir mit Emma geplaudert. Aber es dauert halt Ewigkeiten. Dann kannst du danach auch fast schon ins Bettchen. Ibler. Azaki Ibler. Ja, die Stati sind okay hier. Oder Status. Mehrzahl von Status ist Status. Auf jeden Fall kannst du schlafen gehen. Soweit ist das schon mal klar. Und dann bis morgen früh. Oder auch nicht bis morgen früh. Und leise sein, ganz leise. Da ist jemand. Wenn das der Privatdetektiv mitbekommt. Ich weiß nicht, ob der das so lustig findet. Wofura Tobanob. Dürfen wir Kontakt mit Außerirdischen haben? Das ist, steht nicht in den Regeln. Nee, in den Regeln steht aber nur mit Arbeitskollegen, bla bla bla. Also keine Außerirdischen. Aber
das ist ja skandalös hier. Was macht die? Wo fuhr er? In unserem Müll? Nee. Wo will sie hin? Ach, die Blume, da steht eine Azalee. Du, wir folgen dir. Glaub mal nicht, du. Jetzt ist er am Müll. Ursine, Landgraf. Oh, das ist ja aber auch ein Pärchen. Naja, wo die Liebe hinfällt. Aber ich glaube, jetzt haut sie ab, ne? Ja. Ja, ihr Lieben, das wär's dann. Aber auch mit... Ja, wir lassen jetzt noch bis zum Morgen laufen, dass sie da aufsteht. Mitten in der Nacht mag ich immer nicht aufhören. Aber generell wär's das mit dieser Folge... Jared schon wieder. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Ihr auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei seid. Und was mich freuen würde und genauso würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.